Willkommen zurück auf meinem Kanal. Als erstes bitte ich euch doch einmal meinen Kanal zu abonnieren, das kostet euch nichts. Dann lege ich doch auch gleich einmal los mit dem Kapitel 27 bis 29. 27. Kapitel. Die große Weihnachtskälte. Das war ein Moment zum Verzweifeln. Sterben, vor Kälte zu sterben, der Gedanke trat schauerlich vor die Seele. Das letzte Stück Kohle brannte mit unheimlichem Knistern. Bereits drohte das Feuer auszugehen und die Temperatur des Saales fiel merklich. Aber Johnson holte nun einige Stücke des neuen Brennmaterials, das ihm die Seetiere geliefert hatten, und füllte damit den Ofen. Er fügte Werg zu dem gefrorenen Öl und bekam bald hinreichende Wärme. Der Geruch dieses Fettes war zwar unausstehlich, aber wie konnte man ihn loswerden? Man musste sich darein ergeben. Johnson gab selbst zu, dass sein Hilfsmittel etwas zu wünschen übrig lasse und in den Bürgerhäusern Liverpools gar nicht anwendbar wäre. Und doch, fügte er bei, führt dieser widerliche Geruch vielleicht noch anderes Gute herbei. Und was denn? Fragte der Zimmermann. Ohne Zweifel wird er die Bären dieser Küste herbeilocken, denn sie sind auf diese Dünste erpicht. Gut, entgegnete Bell, und muss man denn Bären haben? Freund Bell, erwiderte Johnson, auf die Robben dürfen wir nicht mehr rechnen, sie sind für lange Zeit verschwunden. Wenn die Bären nicht ihrerseits zu dem Brennstoff ihren Beitrag liefern, weiß ich nicht, was aus uns werden soll. Du hast recht, Johnson, unser Schicksal ist noch lange nicht gesichert, diese Lage ist zum Erschrecken. Und wenn diese Gattung Brennmaterial uns abgeht, sehe ich kein Mittel weiter. Es gäbe noch eins. Noch eins? Erwiderte Bell. Ja, Bell. Wenn es zum Verzweifeln ist. Aber nie wird der Kapitän. Und doch, er muss vielleicht darauf kommen. Der alte Johnson schüttelte traurig den Kopf und verfiel in stille Gedanken, woraus Bell ihn nicht reißen wollte. Er wusste, dass diese so mühsam erworbenen Stücke Fett trotz strengster Sparsamkeit nicht für 8 Tage reichen würden. Der Rüstmeister hatte sich nicht geirrt. Die stinkenden Dünste zogen einige Bären herbei, die noch gesunden Männer machten Jagd auf sie. Aber diese Tiere sind mit einer merkwürdigen Schnelligkeit begabt und mit einer Feinheit, woran alle Listen scheitern. Man konnte ihnen nicht mehr nahe kommen und die geschicktesten Kugeln konnten sie nicht erreichen. Die Mannschaft der Brigg war ernstlich in Gefahr, vor Kälte zu sterben. Es war unmöglich, 48 Stunden bei einer solchen Temperatur auszuhalten. Jeder sah mit Schrecken den Zeitpunkt herankommen, da man mit dem letzten Stück Kohle zu Ende sein werde. Das war nun am 20. Dezember, um 3 Uhr nachmittags, der Fall, das Feuer erlosch, die Matrosen um den Ofen herum sahen sich starr an. Hatteras rührte sich nicht in seiner Ecke, der Doktor ging, wie gewöhnlich, lebhaft hin und her, er wusste nicht mehr, worauf er sinnen sollte. Die Temperatur fiel im Saal plötzlich auf 7 Grad unter Null. Aber wusste der Doktor nicht mehr, was anzufangen, so wussten es andere. Shenton, kalt und entschlossen, Penn mit zornigem Blick und einige ihrer Kameraden, die sich noch fortschleppen konnten, traten zu Hatteras. Kapitän, sagte Shenton. Hatteras, in diese Gedanken verloren, hörte ihn nicht. Kapitän, wiederholte Shenton und rührte ihn mit der Hand an. Hatteras richtete sich auf. Mein Herr, sagte er. Kapitän, wir haben kein Feuer mehr. Nun, erwiderte Hatteras. Ist Ihre Absicht, dass wir vor Kälte umkommen, fuhr Shenton ironisch fort,
so setzen Sie uns gefälligst davon in Kenntnis. Meine Absicht, erwiderte Hatteras, geht dahin, dass jeder seine Schuldigkeit tue bis ans Ende. Es gibt etwas, was noch über die Schuldigkeit geht, Kapitän, nämlich das Recht der Selbsterhaltung. Ich wiederhole Ihnen, dass wir kein Feuer mehr haben, und wenn das so fortgeht, ist in 2 Tagen keiner von uns mehr am Leben. Ich habe kein Holz, erwiderte Hatteras dumpf. Einung, rief Penn mit Nachdruck, wenn man kein Holz mehr hat, holt man sich's, wo man es findet. Hatteras erblasste vor Zorn. Wo meint ihr? Sagte er. An Bord, erwiderte unverschämt der Matrose. An Bord, wiederholte der Kapitän mit geballter Faust und funkelnden Augen. Allerdings, erwiderte Penn, wenn das Schiff nicht mehr taugt, seine Mannschaft zu tragen, verbrennt Mo. Als Penn diesen Satz anfing, ergriff Hatteras ein Beil und schwang es dem Penn über den Kopf. Elender, rief er. Der Doktor stürzte dazwischen und drängte Penn zurück, das Beil fiel zu Boden. Johnson, Bell, Simpson umgaben ihn, schienen zu seinem Beistand entschlossen. Aber kläglich jammernde Stimmen hörte man von den Krankenlagern. Feuer! Feuer! Riefen die unglücklichen Kranken, denen die Kälte unter ihre Decken drang. Hatteras sprach, nach einer kleinen Pause, mit ruhigem Ton. Wenn wir unser Schiff zerstören, wie kommen wir wieder nach England? Mein Herr, erwiderte Johnson, man könnte vielleicht ohne Nachteil die weniger nutzbaren Teile verbrennen, das Plattboard, die Geländer. Es blieben uns immer noch die Schaluppen, fuhr Shandon fort, und dann, wer hinderte uns, ein anderes kleineres aus den Trümmern des Alten zu zimmern? Niemals, erwiderte Hatteras. Aber, riefen mehrere Matrosen laut. Wir haben Weingeist in großer Menge, erwiderte Hatteras, den verbrennt bis zum letzten Tropfen. Nun, Weingeist geht an, erwiderte Johnson mit geheucheltem Vertrauen. Und mit breiten Dochten, die man mit dieser Flüssigkeit tränkte und in den Ofen steckte, vermochte man die Temperatur des Saales um einige Grad zu erhöhen. Während der folgenden Tage schlug der Wind um, das Thermometer stieg wieder, der Schnee wirbelte in minder strenger Luft. Einige der Leute konnten in den nicht so feuchten Tagesstunden das Schiff verlassen, aber Augenleiden und Skorbut hielten die meisten derselben an Bord, zudem waren weder Jagd noch Fischfang möglich. Übrigens war es nur eine Unterbrechung der argen Kälte, und als am 25. der Wind unversehens wieder umschlug, gefror das Quecksilber abermals, man griff zum Weingeistthermometer, da diese Flüssigkeit bei ärgster Kälte nicht gefriert. Der Doktor fand mit Schrecken 66 Grad unter Null, eine Kälte, die kaum jemals Menschen zu bestehen hatten. Das Eis verbreitete sich in langen trüben Spiegeln auf dem Fußboden, dichter Nebel durchdrang den Saal, die Feuchtigkeit sank als dichter Schnee nieder, man konnte sich nicht mehr sehen. Im menschlichen Körper zog sich die Wärme von den äußeren Teilen zurück, Füße und Hände wurden blau, der Kopf war wie mit eisernem Reif umspannt, und der verwirrte Gedanke nahte dem Wahnsinn. Erschreckliches Symptom, die Zunge vermochte nicht mehr ein Wort deutlich hervorzubringen. Seit dem Tage, da man Hatteras drohte sein Schiff zu verbrennen, trieb er sich stundenlang auf dem Verdeck herum, dasselbe zu überwachen, zu hüten. Dies Holz war ihm so wert, wie sein eigen Fleisch, gib man ein Stück davon ab, so schnitt man ihm ein Glied vom Leibe. Mit der Waffe in der Hand hielt er Wache, unempfindlich gegen Kälte, Schnee, Eis, seine Kleider wurden steif, als stecke er in einem Panzer von Granit. Duke verstand ihn und leistete ihm Gesellschaft mit Bellen und Heulen. Doch am 25. Dezember, als er in den gemeinschaftlichen Saal hinabkam,
nahm der Doktor den Rest seiner Energie zusammen und ging stracks auf ihn zu. Hatteras, sprach er, wir kommen um aus Mangel an Feuer. Niemals, sagte Hatteras, der wohl wusste, worauf er abzielte. Es ist dringend nötig, fuhr der Doktor leise fort. Niemals, fuhr Hatteras mit Nachdruck fort, ich gebe nie meine Einwilligung dazu. Tumon wider meinen Willen, wenn man will. Damit war Freiheit zu handeln gegeben. Johnson und Bell stürzten aufs Verdeck. Hatteras hörte das Holz seiner Brigg unter Beilhieben krachen, es traten ihm Tränen in die Augen. Es war eben Weihnachten, das Familienfest, die Kinderfreude in England um den grünen Baum herum. Hier aber Schmerz, Verzweiflung, Jammer im höchsten Grad, und zum Weihnachtsscheit diese Stücke Holz von dem in eisiger Zone verlorenen Schiff. Inzwischen kam infolge des Feuers den Matrosen Empfindung und Geisteskraft wieder. Heißer Tee oder Kaffee bewirkten augenblickliches Wohlbehagen, und die Hoffnung haftet so fest im Geist, dass man wieder Hoffnung fasste. Mit solchen Gegensätzen schloss dieses unselige Jahr 1860, dessen vorzeitiger Winter die kühnen Pläne Hatteras vereitelte. Nun begab sich gerade am 1. Januar 1861 eine ganz unerwartete Entdeckung. Es war etwas weniger kalt. Der Doktor hatte seine Studien wieder vorgenommen und las die Berichte Sir Edward Belchers über seine Expedition in die Polarmeere. Plötzlich traf er mit Erstaunen auf eine bisher nicht bemerkte Stelle. Er las sie wiederholt, sie war nicht misszuverstehen. Sir Edward Belcher erzählte, er habe am Ende des Kanals der Königin wichtige Spuren eines Aufenthalts von Menschen entdeckt. Es sind, sagte er, Reste von Wohnungen, die weit besser sind, als alles, was man den Herumstreifenden Eskimo-Stämmen zuschreiben kann. Ihre Wände stehen fest im tief aufgegrabenen Boden, der mit schönem Kies bedeckte Fußboden im Innern war gepflastert. Gebeine von Rentieren, Seekühen, Robben sieht man da in Menge. Wir trafen auch Kohlen an. Bei diesen letzten Worten kam dem Doktor ein Gedanke, er nahm sein Buch und teilte es Hatteras mit. Kohlen, rief dieser aus. Ja, Hatteras, Kohlen, das will heißen unsere Rettung. Kohlen an dieser unbewohnten Küste. Fuhr Hatteras fort. Nein, das ist nicht möglich. Weshalb daran zweifeln, Hatteras? Belcher hätte von so einer Tatsache nicht gesprochen, ohne mit eigenen Augen gesehen zu haben. Nun, demnach, Doktor? Wir sind keine 100 Meilen von der Küste entfernt, wo Belcher die Kohlen sah. Was will ein Ausflug von 100 Meilen bedeuten? Nichts. Man hat oft übers Eis hin weit größere Untersuchungsfahrten und bei ebenso hoher Kälte gemacht. Also wollen wir uns auf den Weg machen, Kapitän. Wir wollen hin, rief Hatteras, der sich schnell entschloss, und mit beweglicher Fantasie sah er darin Aussicht auf Rettung. Johnson wurde sogleich von diesem Entschluss in Kenntnis gesetzt und billigte ganz das Vorhaben, er teilte es seinen Kameraden mit. Die einen nahmen es beifällig auf, die anderen mit Gleichgültigkeit. Kohlen an jenen Küsten, sagte Wall aus seinem Schmerzenslager heraus. Lassen wir sie nur gewähren, erwiderte Shenton geheimnisvoll. Aber ehe noch die Vorbereitungen zur Reise gemacht wurden, fand Hatteras für gut, die Lage des Vorwart aufs Genaueste festzustellen. Die Wichtigkeit dieser Berechnung ist leicht erklärlich und weshalb man diese Lage mathematisch genau kennen musste. War man einmal vom Schiff entfernt, so konnte man es ohne sehr genaue Angaben nicht wiederfinden. Hatteras begab sich also aufs Verdeck,
und nahm zu verschiedenen Malen mehrere Mondabstände und die Meridianhöhe der hauptsächlichen Sterne auf. Diese Beobachtungen boten ernstliche Schwierigkeiten dar, denn bei dieser niederen Temperatur wurden die Spiegel der Instrumente von Hatteras Atem mit einer Eisschicht bedeckt. Doch gelang es ihm, sehr genaue Grundlagen für seine Berechnungen zu bekommen und er kam in den Saal zurück, seine Rechnung anzustellen. Als er damit fertig war, richtete er mit Staunen den Kopf auf, nahm seine Karte, notierte sein Ergebnis und sah den Doktor an. Nun? Fragte dieser. Unter welcher Breite befanden wir uns beim Anfang unseres Winterlagers? Unter 78 Grad 50 Minuten Breite und 95 Grad 35 Minuten Länge, gerade am Kältepol. Dann, fügte Hatteras leise bei, treibt unser Eisfeld. Wir befinden uns eben 2 Grad weiter nördlich und weiter nach Westen, wenigstens 300 Meilen von ihrer Kohlenniederlage entfernt. Und diese Unglücklichen wissen's nicht, rief der Doktor. Stille, sagte Hatteras und hielt den Finger auf seine Lippen. 28. Kapitel. Vorbereitungen zur Abreise. Hatteras wollte seine Schiffsmannschaft nicht mit der neuen Situation bekannt machen. Er hatte recht. Wahrscheinlich hätten diese Leute, wenn sie inne wurden, dass eine unwiderstehliche Gewalt sie weiter nach Norden trieb, aus Verzweiflung irgendwelche Torheiten begangen. Der Doktor verstand den Kapitän und billigte sein Schweigen vollkommen. Die Empfindungen, welche diese neue Entdeckung in ihm hervorrief, verschloss der Letztere in seinem Innern. Er hatte den ersten glücklichen Augenblick nach den langen gegen die Missgunst der Elemente durchkämpften Monaten. Er war ja 150 Meilen weiter gen Norden getrieben, kaum noch 8 Breitegrade vom Pol entfernt. Doch verbarg er seine Freude darüber so tief, dass selbst der Doktor keine Ahnung davon hatte. Er bemerkte wohl, dass Hatteras Augen in so ungewöhnlichem Glanze strahlten, doch das war auch alles, und die naheliegende Erklärung dafür kam ihm gar nicht in den Sinn. Mit der Annäherung an den Nordpol hatte sich der Forward nicht wenig von dem durch Sir Edward Belcher entdeckten Kohlenlager entfernt. Statt 100 waren jetzt, um dasselbe aufzusuchen, 250 Meilen bis dahin rückwärts nach dem Süden zurückzulegen. Dennoch wurde nach kurzer Beratung zwischen Hatteras und Claboni die Fahrt beschlossen. Hatte Belcher die Wahrheit gesagt und man hatte ja keinen Grund, es zu bezweifeln, so musste sich alles in dem Zustande, wie er es zurückgelassen hatte, wiederfinden. Seit 1853 war keine neue Expedition nach jenen nördlichsten Ländern abgegangen, nur selten, ja fast nie traf man noch einen Eskimo in jenen hohen Breitegraden. Der auf der Insel Bichi vorgekommene Unfall konnte sich an der Küste von Neu-Cornwallis nicht wiederholen. Die dort zurückgelassenen Gegenstände mussten sich bei der niedern Temperatur dieser Gegend voraussichtlich auf unbestimmte Zeit konservieren. So vereinigten sich alle Umstände zugunsten der Exkursion über die Eisfelder. Man veranschlagte die Reise auf eine Dauer von höchstens 14 Tagen und Johnson traf demnach die nötigen Vorbereitungen. Seine erste Sorge betraf den Schlitten. Er war von grönländischer Form und hatte bei 35 Zoll Breite eine Länge von 24 Fuß. Die Eskimos bauen dergleichen öfters über 50 Fuß lang. Derselbe bestand aus langen, vorn und hinten aufgebogenen Brettern, die durch 2 starke Seile, ähnlich der Sehne eines Bogens, in dieser Lage erhalten wurden. Diese Konstruktion verlieh ihm eine gewisse natürliche Elastizität, wodurch die Stöße weniger gefährlich wurden. Leicht über das Eis gleitend war er doch für die Benutzung bei frisch gefallenem Schnee, dem noch die nötige Festigkeit mangelte,
an den Seiten mit lotrecht stehenden Rahmen versehen, zwischen denen er höher gestellt werden konnte, um auch unter solchen Verhältnissen leicht beweglich zu sein. Zudem wurde er noch, wie es auch die Eskimos zu tun pflegen, mit einer Mischung von Schwefel und Schnee abgerieben und glitt so mit der größten Leichtigkeit dahin. Die Bespannung desselben bildeten 6 Hunde, stark, trotz ihrer Magerkeit, schienen sie von dem rauen Winter nicht besonders zu leiden. Ihr Geschirr von Damhirschleder war in bestem Zustande und man konnte sich auf eine solche, von den Grönländern zu Upernavik gewissenhaft gelieferte Bespannung verlassen. 6 Hunde reichen übrigens für eine Last von 2000 Pfund aus, wobei sie sich nicht übermäßig anzustrengen hatten. An Lagergerätschaften wurde ein Zelt mitgenommen, für den Fall, dass es einmal unmöglich wäre, ein Schneehaus zu errichten. Ferner ein großes Stück sogenannten Macintosh, bestimmt über den Schnee gebreitet zu werden, um beim Daraufliegen das Schmelzen desselben zu verhindern. Und endlich eine hinreichende Anzahl Decken von Wolle und Büffelfellen. Auch das Hiket-Boot nahm man mit. An Provision wurden verpackt, gegen 450 Pfund Pemmikan, von denen man als Ration je 1 Pfund auf den Mann und auf den Hund rechnete. Letztere waren, Dug mitgezählt, 7 Stück, Menschen sollten nur 4 mitgehen. Ferner 12 Gallonen, das heißt etwa 150 Pfund Weingeist, Tee, Biskuit in hinreichender Menge, eine kleine tragbare Küche, beträchtliche Quantitäten Lunte und Werk. Endlich Pulver, Munition und 4 Doppelflinten. Die Teilnehmer an der Expedition trugen, nach Kapitän Parrys Angabe, eine Art Gürtel aus Kautschuk, in welchem sich durch die Körperwärme und die Bewegung beim Gehen Kaffee, Tee oder Wasser wenigstens flüssig erhalten sollten. Der sorgsame Johnson betrieb auch die Anfertigung von Schneeschuhen, bestehend aus breiten Holzsohlen, welche mit Riemen zur Befestigung am Fuße versehen waren und so als Schlittschuhe dienten. Für übereistes und festes Terrain wurden sie mit Vorteil durch Mokassins aus Damhirschleder ersetzt, jeder Teilnehmer wurde mit 2 Paaren von jeder Art ausgerüstet. Diese Vorbereitungen, welche man nicht für unwichtig halten möge, da die geringste übersehene Einzelheit das Fehlschlagen der ganzen Expedition herbeiführen konnte, nahmen 4 Tage in Anspruch. Jeden Mittag beobachtete Hatteras sorgfältig die Lage des Fahrzeugs, welche nun keine Abweichung mehr zeigte. Ohne dessen sicher zu sein, hätte man es ja auf dem Rückwege nie wieder auffinden können. Es galt nur noch, die Auswahl der Begleiter zu treffen, und es war die Entscheidung dabei nicht so leicht. Einige aus der Schiffsmannschaft waren nicht gut mitzunehmen, aber es war auch bedenklich, sie an Bord zurückzulassen. Doch da das Wohlergehen aller von dem Erfolge der Reise abhing, entschied sich der Kapitän dahin, die sichersten und geprüftesten Begleiter auszuwählen. Shenton wurde zunächst ausgeschlossen und schien das auch nicht besonders zu bedauern. James Wall, der vollkommen bettlägerig war, konnte schon aus diesem Grunde nicht teilnehmen. Der Zustand der Kranken verschlimmerte sich übrigens nicht. Da ihre ganze Behandlung in täglichen Abreibungen und der Verabreichung einer tüchtigen Dosis Zitronensaft bestand, so war diese, auch in Abwesenheit des Doktors, ja leicht fortzusetzen. Dieser schloss sich also, ohne Reklamation von irgendeiner Seite, der Reisegesellschaft an. Johnson hätte den Kapitän gern bei dem immerhin gefahrvollen Unternehmen begleitet, doch dieser nahm ihn beiseite und sprach mit liebevoller, fast bewegter Stimme. Johnson, mein ganzes Vertrauen setze ich auf Sie, Sie sind der einzige Offizier, dem ich mein Schiff überlassen kann, und Sie muss sich an Bord wissen, um Shenton und die anderen zu überwachen. Sie sind zwar für den Winter hierher festgebannt, aber wer weiß, welche Schlechtigkeiten sie auszuführen fähig wären.
Ich werde Sie mit klaren Instruktionen versehen, welche Ihnen für den Notfall das Kommando über das Schiff in die Hand geben. Sie werden mein zweites Ich sein. 4 bis 5 Wochen dürfte unsere Abwesenheit dauern, und ich werde nur dann ruhig sein, wenn ich Sie hier weiß. Sie brauchen Holz, Johnson, ich weiß es, aber verschonen Sie, soweit es angeht, mein armes Schiff. Sie verstehen mich, Johnson? Ich verstehe Sie, Kapitän, erwiderte der alte Seemann, und ich werde zurückbleiben, da es Ihnen so passt. Ich danke Ihnen, sagte Hatteras, indem er seinem Schiffer die Hand drückte und hinzufügte. Wenn wir nicht zurückkehrten, Johnson, so warten Sie bis zum nächsten Eisgang und suchen zur Nachforschung gegen den Pol zu aufzubrechen. Lehnen sich die anderen dagegen auf, so nehmen sie nicht weiter auf uns Rücksicht und führen den Forward nach England zurück. Das ist Ihr Wille, Kapitän? Mein unabänderlicher Wille, erwiderte Hatteras. Ihre Befehle sollen ausgeführt werden, war die einfache Antwort Johnsons. Der Doktor bedauerte die Entscheidung bezüglich seines würdigen Freundes, aber er musste die Berechtigung von Hatteras Handlungsweise anerkennen. Die beiden anderen Reisegenossen waren der Zimmermann Bell und Simpson. Der Erstere, ein kerngesunder, braver und anhänglicher Mensch, sollte zum Beruf der Lagerung auf dem Schnee wichtige Dienste leisten. Der Zweite, obgleich weniger entschlossen zu dem Wagnis, nahm doch an der Expedition teil, da er als geübter Jäger und Fischer gewiss nützlich sein konnte. Die kleine Gesellschaft bestand also aus Hatteras, Clarboni, Bell, Simpson und dem stets fröhlichen Duke. Es waren demnach 4 Menschen und 7 Hunde zu ernähren, und aufgrund dessen waren die Proviantvorräte berechnet. Während der ersten Tage des Januar hielt sich die Temperatur im Mittel stets auf 33 Grad unter Null. Hatteras wartete voll Ungeduld auf einen Umschlag der Witterung, häufig beobachtete er das Barometer, aber dessen Angaben erwiesen sich als nicht verlässlich. Er scheint in diesen hohen Breiten an der gewöhnlichen Treue seiner Anzeigen einzubüßen. In diesen Klimaten vollziehen sich merkliche Ausnahmen der sonst allgemeingültigen Witterungsgesetze. So ist die Reinheit des Himmels keineswegs immer von besonderer Kälte begleitet, und Schneefall veranlasste ebenso wenig immer ein Steigen der Temperatur. Das Barometer blieb eben unzuverlässig, wie es auch schon viele Polarmeerfahrer beobachtet hatten, es stieg nicht selten bei Nord- oder Ostwinden. Bei niedrigem Stande war oft schönes, heiteres Wetter, bei hohem, Schnee oder feiner Regen, kurz, man konnte eben aus seinen Angaben keine Schlussfolgerungen ziehen. Am 5. Januar endlich trat eine Wendung ein, die Quecksilbersäule stieg bis auf 18 Grad unter Null und Hatteras entschloss sich für den nächsten Morgen zur Abreise. Er ertrug es nicht mehr, sein Schiff mit eigenen Augen zerstückeln zu sehen, und schon war das ganze Oberdeck in den Ofen gewandert. Am 6. Januar wurde also trotz Schneestürmen der Befehl zur Abreise gegeben, der Doktor hinterließ den Kranken seine letzten Verordnungen. Bell und Simpson wechselten noch schweigend einen Händedruck mit ihren Genossen. Hatteras wollte noch mit einigen Worten Abschied nehmen, aber er traf rings nur auf böse Blicke. Um die Lippen Shenbins glaubte er ein ironisches Lächeln spielen zu sehen. Er schwieg also. Einen Augenblick schien er auch, als er seine Blicke auf den Forward richtete, unentschlossen zur Abreise. Doch die Entscheidung war gefallen, beladen und bespannt wartete der Schlitten auf dem Eisfelde. Bell schritt voran, die anderen folgten.
Johnson begleitete die Reisenden noch eine vierte Meile, dann bat ihn Hatteras, an Bord zurückzukehren, was der alte Seemann erst nach langem Abschiedwinken tat. Eben wandte sich Hatteras noch einmal um nach seiner Brigg und sah die Mastspitzen in dem Schneegewölke verschwinden. 29. Kapitel. Über das Eisfeld. Die kleine Truppe wandte sich gegen Südosten. Simpson lenkte den Schlitten, Duke unterstützte ihn eifrig und schien über die Tätigkeit seiner eingespannten Kameraden gar nicht besonders erstaunt. Hatteras und der Doktor machten den Schluss, indes Bell, der vorausging, Bahn machte und mit der Eisenspitze seines Stockes den gefrorenen Boden untersuchte. Der hohe Stand des Thermometers verkündete einen nahen Schneefall, der denn auch nicht lange auf sich warten ließ. Die dichten Flockenwirbel erhöhten die Schwierigkeiten der Reise. Man wich von der geraden Linie ab und kam nicht schnell vorwärts, doch legte man im Mittel noch 3 Meilen per Stunde zurück. Das Eisfeld zeigte infolge verschiedenen Frosteinflusses eine ungleiche, höckerige Oberfläche. Oft stieß der Schlitten heftig auf und neigte sich, je nach dem Wege, wohl bis zu bedrohlichem Winkel. Doch ging noch alles ohne Unfall ab. Hatteras und seine Genossen waren dicht verhüllt in ihre nach Grönländermuster gefertigte Bekleidung, die sich durch ihre Form keineswegs vorteilhaft auszeichnete. Dagegen war sie dem Klima angepasst. Das Gesicht der Reisenden war von einer für Wind und Schnee undurchdringlichen Kapuze umrahmt. Nur Mund, Nase und Augen kamen in Berührung mit der Luft, und es wäre auch nicht gut getan gewesen, diese Teile davor zu schützen. Es gibt nichts Unbequemeres als hohe Kragen und Keschnetz, welche in solcher Kälte sogleich steif gefrieren. Im Gegenteil muss man für den Atem einen freien Ausweg lassen, der sonst, wenn er auf ein Hindernis trifft, sogleich gefriert. Die unermessliche Ebene zeigte eine ermüdende Eintönigkeit. Aufgetürmte Eisschollen, die immer den gleichen Anblick boten, Spitzhügel, deren Unregelmäßigkeit sich regelmäßig wiederholte, und Eisberge, zwischen denen sich gewundene Täler hinschlängelten. Den Kompass in der Hand ging es vorwärts, die Reisenden sprachen wenig. In dieser kalten Luft war schon das Öffnen des Mundes nicht ohne Beschwerden. Spitze Eis-KY-Stahle schossen sogleich zwischen den Lippen an, welche die Wärme des Atems kaum wieder zu schmelzen vermochte. Schweigend ging es weiter, und jeder untersuchte erst mit dem Stocke den unbekannten Boden. Bells Schritte drückten sich in der weichen Schneelage ein, man folgte ihnen aufmerksam, und da, wo er geschritten war, konnten es auch die Nachfolgenden ohne Sorge wagen. Nach allen Richtungen hin zeigten sich zahlreiche Spuren von Bären und Füchsen, doch sah man den ganzen Tag über kein solches Tier. Auch wäre eine etwaige Jagd sowohl gefährlich als auch deshalb unnütz gewesen, weil man den ohnehin schweren Schlitten nicht wohl noch mehr belasten konnte. Bei Expeditionen dieser Art pflegen die Reisenden gewöhnlich kleinere Lebensmitteldepots auf dem Wege anzulegen, die sie zum Schutz gegen wilde Tiere in Schneehöhlen verstecken. Auf diese Weise verringern sie um ebenso viel die mitzuführende Last und nehmen erst auf dem Rückwege jene Provisionen wieder auf, deren Hin- und Hertransport sie sich erspart haben. Leider konnte sich Hatteras auf einem vielleicht noch beweglichen Eisfelde dieses Mittels nicht bedienen. Auf dem festen Lande erwiesen sich derartige Depots sehr vorteilhaft, aber nicht für eine Reise quer über Eisfelder weg, bei welcher es sehr zweifelhaft blieb, ob der Rückweg über dieselben Punkte führen werde. Zu Mittag hielt die kleine Gesellschaft unter dem Schutze einer Eismauer und es ward ein Imbiss aus Pemmican und heißem Tee eingenommen.
Die belebenden Eigenschaften dieses Getränkes erzeugten den Reisenden ein behagliches Gefühl von Wohlsein, dem sie sich auch nach Möglichkeit hingaben. Nach einstündiger Ruhe brach man wieder auf. Den ganzen Tag über wurden 20 Meilen zurückgelegt, aber obgleich am Abend Menschen und Tiere gleichmäßig erschöpft waren, musste man doch noch ein Schneehaus errichten. Da das mitgenommene Zelt offenbar nicht genug Schutz bot. Nach anderthalb Stunden war das Werk vollbracht. Bell zeigte sich hierbei so nützlich wie geschickt. Schnell stiegen die wie mit dem Messer geschnittenen Eisblöcke übereinander und bildeten ein Gewölbe, dem ein genau passender Block als Schlussstein eingefügt wurde. Der weiche Schnee diente als Mörtel, er füllte die Fugen und da er bald erhärtete, erschien das Ganze wie ein hohler Block aus einem einzigen Eisstücke. Nureine enge, niedrige Öffnung, durch welche man kriechend gelangte, bildete den Zugang zu dieser improvisierten Grotte. Nicht ohne Mühe kroch der Doktor hinein, und die übrigen folgten ihm. Schnell wurde nun auf der Küche mittels Spiritus die Nachtmahlzeit hergerichtet. Die innere Temperatur dieses Schneehauses wurde dabei ganz erträglich, draußen pfiff der Wind, aber nirgends fand er einen Eingang zum Innern desselben. Zu Tische, rief bald der Doktor mit freudiger Stimme. Gemeinschaftlich wurde die Mahlzeit, die zwar immer fast dieselbe blieb, aber doch kräftigend war, eingenommen. Nach ihrer Beendigung dachte jeder nur noch an den Schlaf. Gegen jede Feuchtigkeit schützten die über den Schnee gebreiteten Macintosh-Decken. Strümpfe und Schuhwerk wurden inzwischen an der Herdflamme getrocknet. Dann streckten sich je drei der Reisenden eingewickelt in dicke wollene Decken nieder und schliefen, indes der vierte wachte. Der für die Sicherheit aller zu sorgen hatte und auch den Zugang zum Hause offen erhielt, ohne welche Vorsicht man leicht andern Tages lebendig begraben gewesen wäre. Duke teilte den allgemeinen Schlafraum, die anderen Hunde blieben draußen und verkrochen sich, nachdem sie genügend gefüttert waren, unter dem Schnee, der sie bald undurchdringlich einhüllte. Tief ruhten die müden Schläfer nach den Strapazen des Tages. Um 3 Uhr früh trat der Doktor seinen Teil der Nachtwache an, draußen in der finstern Nacht tobte sich der Orkan aus. Welch seltsame Lage, diese wenigen Leute, wie verloren im Schnee, verborgen in einem Eisgrabe, dessen Wände jeder Windstoß verdickte. Früh 6 Uhr am anderen Morgen ward die einförmige Reise wieder aufgenommen, immer zeigten sich dieselben Täler, dieselben Eisberge, so dass die Auswahl gewisser Merkpunkte ziemlich schwer war. Da aber die Temperatur um einige Grade sank, kamen die Reisenden schneller voran, indem die Schneelage sich mit einer Eiskruste überzog. Oft stieß man auf gewisse kleine Hügel, welche den Cairns oder Höhlen der Eskimos glichen. Um sich zu überzeugen, ließ der Doktor auch einen zerstören, fand aber nur einen einfachen Eisblock. Was meinen Sie, Klaboni, sagte Hatteras, sind wir nicht die ersten Menschen, welche über diesen Teil der Erdkugel wandern? Das ist wohl möglich, versetzte der Doktor, doch wer kann das wissen? Jedenfalls wollen wir die Zeit nicht mit fruchtlosen Forschungen darüber verlieren, erwiderte der Kapitän. Mich drängt es, mein Schiff wieder instand zu setzen, selbst wenn dieses so gewünschte Brennmaterial auch uns mangeln sollte. Darüber bin ich ganz ruhig, meinte der Doktor. Ich tat Unrecht, sagte Hatteras nicht selten, den Vorwart zu verlassen. Ein Kapitän gehört an Bord seines Fahrzeugs und nicht anderswohin. Johnson ist ja dort. Jawohl. Aber doch, eilen wir. Eilen wir.
Das Gefährt bewegte sich rasch, immer hörte man Simpson die Hunde antreiben. Infolge einer wunderbaren Phosphoreszenz liefen diese wie auf brennendem Boden und die Kufen des Schlittens wirbelten einen Staub leuchtender Funken auf. Den Doktor trieb es, den Grund dieser Erscheinung am Schnee zu untersuchen, doch plötzlich, als er einen Spitzberg ersteigen wollte, verschwand er den Blicken der anderen. Bell, der ihm am nächsten war, eilte sogleich zur Hilfe herbei. Holla, Herr Claboni, wo stecken Sie? Rief er ängstlich, während Hatteras und Simpson dazu kamen. Doktor, wiederholte auch der Kapitän. Hier unten, in einem Loche, tönte beruhigend seine Stimme zurück, lasst mir ein Seil herab, und ich steige wieder auf die Erdoberfläche empor. Man ließ dem Doktor, der in einem 10 Fuß tiefen hohlen Trichter verschwunden war, ein Seil hinab, das jener sich mitten um den Leib befestigte. Und so wurde er von den anderen nicht ohne Mühe emporgezogen. Sind Sie verwundet? Fragte Hatteras. Behüte Gott! Es hatte keine Gefahr für mich, antwortete der Doktor, der von seiner freundlichen Gestalt den Schnee abschüttelte. Aber wie kam das überhaupt? Die Strahlenbrechung war daran schuld. Erwiderte er lachend, immer die verwünschte Strahlenbrechung. Ich glaubte einen Raum von einem Fuß Breite zu überschreiten und rutschte in ein Loch von 10 Fuß Tiefe. Oh, über die Illusionen des Sehvermögens. Das sind die einzigen Illusionen, die mir blieben, ihr Freunde, und die werd ich schwerlich loswerden. Lasst es euch zur Lehre dienen und tut keinen Schritt, ohne den Boden geprüft zu haben, denn auf seine Sinne allein darf man sich nicht verlassen. Hier hören die Ohren verkehrt und die Augen sehen falsch. Können wir den Weg fortsetzen? Fragte der Kapitän. Gewiss, Hatteras, nur vorwärts. Der kleine Unfall hat mir mehr genützt als geschadet. Wieder wurde die Richtung nach Südost aufgenommen, und erst am Abend, nachdem sie im Ganzen 25 Meilen zurückgelegt hatten, machten die Reisenden Halt. Alle waren tüchtig müde, den Doktor aber hinderte das nicht, während das Eishaus gebaut wurde, noch einen Eisberg zu erklettern. Es war fast Vollmond. In wunderbarem Scheine glänzte er an dem klaren Himmel, leuchtende Strahlen schossen die Sterne herab. Vom Gipfel des Eisberges schweifte der Blick über eine ungeheure Ebene, die mit kleinen Hügeln von fremdartiger Form übersät war. Wenn man sie so zerstreut liegen sah, wie sie im Mondschein erglänzten und sich ihre scharfen Formen von den benachbarten Schatten abhoben, einmal emporstrebenden Säulen. Das andere Mal da niederliegenden Säulenschäften, dann wieder Grabsteinen nicht unähnlich, dann hätte man einen ungeheuren, baumlosen Kirchhof vor sich zu haben geglaubt, der traurig, schweigend und endlos wohl 20 Generationen, die den ewigen Schlaf schlummerten, umschloss. Trotz Kälte und Müdigkeit gab sich der Doktor lange seinen stummen Betrachtungen hin, von denen ihn seine Genossen nur mit Mühe abbringen konnten, aber man musste an die Nachtruhe denken. Die Schneehütte war fertig, bald verkrochen sich die Reisenden wie Maulwürfe darin und überließen sich dem notwendigen Schlafe. Der nächste und die folgenden Tage gingen ohne ein bemerkenswertes Ereignis vorüber. Leicht oder schwierig, schnell oder langsam ging die Reise vorwärts je nach den Launen der Witterung, die manchmal rau und kalt, manchmal feucht und dann desto empfindlicher war. Je nach der Natur des Bodens musste man sich einmal der Mokassins, ein andermal der Stiefeln bedienen. So erreichte man den 15. Januar, der Mond, der jetzt im letzten Viertel stand, war nur kurze Zeit sichtbar.
Dagegen verbreitete die Sonne, obwohl sie noch immer unter dem Horizonte blieb, doch 6 Stunden eine gewisse Dämmerung, die indes noch nicht hinreichte, den Weg genügend zu erhellen. So dass man denselben nach der vom Kompass angezeigten Richtung mit Merkzeichen versehen musste. Zu dem Ende ging Bell voraus, Hatteras folgte ihm in gerader Linie, und Simpson nebst dem Doktor letzterem, so dass Hatteras den Erstgenannten verdeckte. Wobei sie sich zwar fortwährend gegenseitig die Richtungslinie bezeichneten und trotzdem manchmal um 30 bis 40 Grad von derselben abwichen. Natürlich musste nun die Bezeichnung des Weges von vorn angefangen werden. Am 15. Januar, einem Sonntage, schätzte Hatteras den nach Süden zurückgelegten Weg auf 100 Meilen. Der Vormittag wurde zur nötigen Reparatur an Kleidungsstücken und Lagergeräten verwendet, doch auch ein kurzer Gottesdienst nicht vergessen. Zu Mittag nahm man die Reise wieder auf, die Temperatur war sehr niedrig, das Thermometer zeigte 32 Grad unter Null bei ganz hellem Himmel. Plötzlich stieg aus dem Boden, ohne irgendeinen Grund, ein vollkommen gefrorener Nebel, er stieg bis auf eine Höhe von 24 Fuß, man konnte dabei kaum die Hand vor den Augen sehen. Mit spitzen Eisnadeln überzog dieser gefrorene Dampf die Kleider der Reisenden. Erstaunt über diese unerwartete Erscheinung von Rauchfrost suchten jene sich sogleich aneinander zu schließen und die Rufe. Heda! Simpson! Bell, hierher! Herr Kloboni! Doktor! Kapitän, wo stecken Sie? Erschollen durcheinander. Mit ausgestreckten Armen suchten sich die 4 Reisegenossen in dem dichten Nebel, der für die Augen vollkommen undurchdringlich war. Aber leider kam keine Antwort mehr zurück, es schien, als ob jener Dampf unfähig sei, die Schallwellen fortzupflanzen. Jedem kam unwillkürlich der Gedanke, durch Flintenschüsse ein Signal abzugeben. Wenn aber der Schall der menschlichen Stimme vorhin zu schwach erschienen war, so waren nun die Detonationen der Feuerwaffen zu stark, denn sie riefen ein Echo wach, das in allen Richtungen widertönte und dadurch ein so wirres Geräusch erzeugte, dass man eine bestimmte Richtung nicht herauszuhören vermochte. Jeder war also nur auf sich angewiesen. Hatteras blieb mit gekreuzten Armen ruhig stehen, das Weitere abzuwarten. Simpson begnügte sich, seinen Schlitten anzuhalten. Bell suchte, mit den Händen nach seinen Fußspuren tastend, wieder zurückzukehren. Der Doktor, sich an Eisstücken stoßend, fiel nieder, erhob sich wieder, ging nach rechts und nach links, kreuzte den Weg mehrfach und verirrte sich immer mehr und mehr. Das kann doch nicht so fortgehen, sagte er sich nach einigen Minuten. Wahrlich, ein sonderbares Klima das, und mit etwas zu viel Überraschungen. Auf nichts kann man sich hier verlassen, und von den spitzen Eis-KRY-Stallen, die einem das Gesicht zerreißen, noch ganz abgesehen. Hallo! Kapitän, rief er von neuem aus Leibeskräften. Aber keine Antwort wurde hörbar, für jeden Fall lud er sein Gewehr von neuem, aber trotz der dicken Handschuhe starrte ihm von der brennenden Kälte des Laufs die Hand. Noch damit beschäftigt, erblickte er unklar eine formlose Masse, die sich einige Schritte vor ihm bewegte. Endlich! Rief er erfreut, Hatteras. Bell! Simpson! Seid ihr es? Gebt Antwort! Statt derselben ließ sich nur ein tiefes Brummen hören. Hoho! Was wird denn das, dachte der gute Doktor.
Die Masse näherte sich langsam, ihre ersten scheinbaren Umrisse schrumpften zusammen und wurden deutlicher. Ein erschreckender Gedanke stieg im Doktor auf. Ein Bär, sagte er zu sich selbst. In der Tat, es war ein Bär von enormer Größe. Auch er schien im Nebel verirrt, tappte hin und her, vor und rückwärts, immer nahe daran, auf die Reisenden zu stoßen, deren Anwesenheit er sicher nicht vermutete. Das wird hübsch, dachte der Doktor, der sich unbeweglich still verhielt. Bald fühlte er fast den Atem des Tieres, das sich gleich darauf auch wieder im Rauchfrost verlor. Bald sah er dessen ungeheure Tatzen die Luft peitschen, wobei es ihm sogar so nahe kam, dass seine Kleidung mehrfach von den scharfen Krallen zerrissen wurde. Da zog er sich vorsichtig zurück und sogleich zerfloss die sich bewegende Masse in dem Nebel gleich einer Phantasmagorie. Als er sich aber zurückzog, bemerkte der Doktor, wie der Boden unter seinen Füßen aufstieg. Mit den Händen nachhelfend, indem er sich an hervorstehende Eiszacken anklammerte, erklomm er einen Block, noch einen, spähend tastete er mit dem Stocke umher, und ein Eisberg, rief er freudig, wenn ich da hinaufkomme, bin ich außer Gefahr. Mit erstaunlicher Gewandtheit klomm er etwa 24 Fuß hoch empor, damit aber kam er über die Rauchfrostschicht hinaus, die sich nach oben scharf abgrenzte. Gut, gut, sprach er zu sich und hatte gar, als er sich umschaute, die Freude, seine Reisegefährten ebenso aus dem dichten Nebel aufgetaucht zu sehen. Hatteras! Herr Kloboni! Bell! Simpson! Fast gleichzeitig erschollen die vier Zurufe. Der Himmel, durch einen herrlichen Mondhof erleuchtet, sandte blasse Lichtstrahlen Herrn Ida, die den Rauchfrost einer Wolke ähnlich färbten, so dass die Spitzen der Eisberge wie aus flüssigem Silber hervorschauten. In einem Umkreise von kaum 100 Fuß sahen sich die Reisegenossen alle. Dank der großen Reinheit der oberen Luftschichten und der erstaunlichen Kälte vermochten sie von den Spitzen ihrer Eisthrone aus leicht miteinander zu sprechen. Als nach dem ersten Gewerknallen keiner eine weitere Antwort hörte, hatten sie nichts Besseres zu tun gewusst, als möglichst nach oben hin aus dem dichten Nebel herauszukommen. Aber wo ist der Schlitten? Fragte der Kapitän. 80 Fuß unter uns, erwiderte Simpson. In gutem Zustande? In ganz gutem. Und der Bär? Fragte noch der Doktor. Der Bär? Was für ein Bär? Forschte Bell. Nun, der Bär, der mir in den Weg kam und nicht übel Lust hatte, mir den Schädel zu zerbrechen. Ein Bär, rief Hatteras, schnell, da müssen wir hinunter. Nein, nein, entgegnete der Doktor, da verirren wir uns wieder und fangen das Suchen von vorn an. Und wenn das Tier aber unsere Hunde anfällt? Sagte Hatteras. In dem Augenblicke schlug Duke schon an und man hörte leicht aus dem Nebel herausschallendes Bellen. Das ist Duke, rief der Kapitän, da ist etwas vorgefallen. Ich steige hinunter. Da hörte man plötzlich das verschiedenartigste Geheul aus der Dunstschicht herauf, Duke und die anderen Hunde bellten wütend, dennoch war nur ein verworrenes und dumpfes Getöse zu hören. Man merkte es heraus, dass derselbe von einem unsichtbaren Kampfe herrührte, denn der schwere Nebel bewegte sich hin und her. Wie wenn unter der Meeresoberfläche große Seeungeheuer gegeneinander wüten. Duke! Duke! Schrie der Kapitän, der sich anschickte, in den Rauchfrost hinunter zu klettern.
Noch warten, hatte Ras, noch warten. Rief der Doktor, mir scheint, der Nebel zerstreut sich. Aber er zerstreute sich nicht, sondern sank nur, wie das Wasser eines Teiches, welcher ausläuft, er schien vom Boden, aus dem er aufgestiegen war, wieder aufgesaugt zu werden. Die glänzenden Gipfel der Eisberge wuchsen unter ihnen, andere, die überdeckt gewesen waren, tauchten auf wie neue Inseln. Vermöge einer leicht erklärlichen optischen Täuschung glaubten die Reisenden, welche sich an den Eisspitzen angeklammert hielten, sich in die Luft zu erheben. Während nur die Oberfläche des Nebels unter ihnen herabsank. Bald wurde nun etwas vom Schlitten sichtbar, dann die Hundebespannung, dann aber auch etwa 30 andere Tiere, die sich wild durcheinander bewegten, dabei der umherspringende Duck, dessen Kopf noch abwechselnd aus der Dunstschicht auftauchte und wieder darin verschwand. Das sind Füchse, rief Bell aus. Und Bären, setzte der Doktor hinzu, da, 1, 2, 3, 5 Stück. Unsere Hunde. Unsere Vorräte, klagte Simpson. Eine Herde Füchse und Bären war wirklich über den Schlitten hergefallen und hatte in die Reisevorräte schon eine gewaltige Bresche gelegt. Der Raubgier folgten sie einig nebeneinander. Wütend bellten zwar die Hunde, aber die Räuber kümmerten sich gar nicht darum und trieben ihr Zerstörungswerk gierig weiter. Feuer, rief der Kapitän und schoss sein Gewehr ab. Die anderen taten desgleichen. Auf diesen vierfachen Knall hin hoben die Bären die zottigen Köpfe und mit fast komischem Grunzen rissen sie aus. Sie setzten sich, gefolgt von den Füchsen, in einen kurzen Trab, dem ein Pferd im Galopp kaum nachgekommen wäre, und verschwanden bald unter den Eisgebilden des hohen Nordens. Danke, dass ihr der Geschichte bis hierhin zugehört habt. Dann war es das auch schon wieder, und ich würde sagen, wir hören uns demnächst. Lasst mir noch ein Like da.